Tauche ein in die wunderbare Welt der Meerwasser-Aquaristik. Willkommen bei der Meerwasser-Aquarium-Podcast.de. Erfahre aus erster Hand, auf was es beim erfolgreichen Betrieb deines Meerwasser-Aquariums ankommt. Geschäftsführer Markus Mahl hat mit seiner Firma Aquarium West hunderte Meerwasser-Aquarien in ganz Europa geplant und gebaut. Über 2000 professionelle Aquarienwartungen pro Jahr sprechen für sich. Lehn dich zurück und profitiere von Expertenwissen aus erster Hand. Der Meerwasser-Aquarium-Podcast.de. Von und mit Markus Mahl. Hallo und herzlich willkommen zur 86. Folge des Meerwasser-Aquarium-Podcasts. Schön, dass du wieder dabei bist. In der Podcast-Folge 062 mit dem Titel Planktonzugaben im Meerwasser-Aquarium – eine Revolution haben wir uns mit der Bekämpfung von roten Schmieralgen mit Plankton beschäftigt. Falls du diese Folge noch nicht gehört hast, kannst du dies hier nachholen. Den entsprechenden Link zu der Folge findest du in der Podcast-Beschreibung. Interessant war das Feedback, das uns nach der Folge 62 erreichte. Viele Meerwasser-Aquarianer schrieben uns an und baten uns nochmals um Bekanntgabe des Planktonherstellers. Mit einigen Aquarianern war ich nach der Ausstrahlung des Podcasts länger in Kontakt, um mich mit ihnen über ihre Erfahrungen auszutauschen. Auch hier war das Fazit äußerst positiv. Nachdem wir eine Vielzahl von Erfahrungen mit der Planktonzugabe in den letzten Monaten sammeln konnten, ist es nun Zeit, ein Fazit zu ziehen. Nach wie vor bin ich der Ansicht, dass es die beste Art ist, rote Schmieralgen zu bekämpfen, da die Bekämpfung auf biologische Art und Weise und nicht mit silberhaltigen Antialgenmitteln oder gar mit Antibiotika erfolgt. Mit Hilfe der regelmäßigen Planktonzugaben konnten wir in 96% der Fälle die roten Schmieralgen komplett zurückdrängen, sodass die Becken im Anschluss komplett cyanofrei waren. Bei der Anwendung haben wir zwei verschiedene Zugabemethoden ausprobiert. Die größten und schnellsten Erfolge erzielten wir mit der vom Hersteller empfohlenen täglichen manuellen Zugabe, bei der die Strömungspumpen und der Eiweißabschäumer für eine Stunde abgeschalten werden. Hierbei zeigt sich in der schnelleren und besseren Wirkungsweise, dass das durch das Abschalten der Strömungspumpen und des Eiweißabschäumers deutlich weniger des zugegebenen Planktons beschädigt wird. Hinzu kommt, dass bei dieser Zugabemethode das Plankton bei Idealtemperaturen kühl gelagert werden kann und auch somit die Qualität des Planktons länger anhält und zu besseren Ergebnissen führt. Parallel zu dieser Methode haben wir die automatische Zugabe mit Dosierpumpen getestet. Um auch hier keinen Planktonverlust durch die Strömungspumpen und den Eiweißabschäumer zu erlangen, haben wir den Betrieb für eine Stunde nach der erfolgten Planktonzugabe der Strömungspumpen und den Eiweißabschäumer mit einer Zeitschaltung unterbrochen. Auch hier waren die erzielten Ergebnisse gut. Jedoch zeigt sich, dass die Wirkungsweise nicht ganz so effektiv wie bei der vorher beschriebenen Methode ist, da hier das Plankton nicht kühl, sondern bei Zimmertemperatur gelagert wurde. Diese Methode ist aber nur dann anzuraten, wenn die Strömungspumpe im Anschluss wieder hundertprozentig automatisch anspringen und anlaufen. Das solltest du unbedingt vorher testen, da es bei manchen Herstellern immer wieder dazu kommt, dass die Strömungspumpen nach einem Stromausfall nicht oder rückwärts anlaufen. Wenn man beide Methoden nun miteinander vergleicht, würde ich die erste Variante bevorzugen, wenn es zeitlich möglich ist, da sie einfach noch effektiver und schnellere Ergebnisse zeigt. Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Zugabe von Plankton ist, dass du darauf achtest, dass das Plankton aus einer kontrollierten und professionellen Zucht stammt, da du nur hier die Sicherheit hast, dass du keine unerwünschten Stoffe in dein Meerwasser-Aquarium einbringst. Die automatisierte Zugabe haben wir deshalb getestet, da es uns aus Zeitgründen aufgrund der Vielzahl der Becken, die wir täglich betreuen, nicht möglich ist, einen Kunden jeden Tag während der Behandlung nur wegen der Planktonmethode anzufahren. Eins zeigt sich deutlich, egal welche Zugabemethode du wählst, hängt der Erfolg meines Erachtens zum größten Teil von der regelmäßigen Zugabe ab. Bei Kunden, die die Zugabe selbst durchführten und diese nicht täglich erfolgte, zeigten sich auch keine besonders guten Ergebnisse. Erst ab dem Zeitpunkt, ab dem eine regelmäßige tägliche Zugabe erfolgte, konnten die Cyanos zurückgedrängt werden. Falls du auch Erfahrungen mit der Planktonzugabe gemacht hast, würde ich mich freuen, wenn du mir diese mitteilst. So, das war's wieder für heute. Ich hoffe, du konntest wieder einige wichtige Informationen für dich gewinnen. Wenn du Fragen hast, schreib es mir einfach an info@aquariumwest.de und ich versuche in den kommenden Episoden darauf einzugehen. Zum Schluss möchte ich dir mein neues Buch Meerwasser-Aquarium ans Herz legen. Es ist über Amazon erhältlich. Wenn du tief in das spannende Thema Meerwasser-Aquarium einsteigen möchtest, findest du dort alle wichtigen Informationen, die du bei der Planung, dem Bau und der Pflege von Meerwasser-Aquarium benötigst. Neben den gesamten technischen Fragen, wie zum Beispiel, was musst du bei der Planung und Montage von Meerwasser-Aquarium beachten, was gibt es für verschiedene Beleuchtungssysteme, wie funktioniert ein Eiweißabschäumer und vieles mehr,
findest du dort zahlreiche Beschreibungen von Fisch- und Korallenarten, die für Aquarien-Einsteiger und Fortgeschrittene geeignet sind. Den entsprechenden Link zu Amazon findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Nun wünsche ich dir viel Spaß mit dem Meerwasser-Aquarium, dein Markus Mahl. Das war's für heute beim Meerwasser-Aquarium-Podcast.de. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse uns doch gleich eine positive Rezension bei iTunes. Und vergesse nicht, unsere Show gleich zu abonnieren. Dadurch können noch weitere Meerwasser-Aquarianer von diesem Podcast profitieren. Wir freuen uns auch über Fragen oder Themenwünsche. Schreibe sie einfach in die iTunes-Rezensionen oder schicke uns eine Mail an info@meerwasseraquariumpodcast.de. Bis zum nächsten Mal.